Die Spannung spitzt sich so weit zu, dass man sie schon schmecken kann. Hier in The Legend of Spyro The Eternal Night. Aber bedenkt, niemals an Batterien nuckeln. Das will ich nur mal an der Stelle festhalten, denn das kann doch ein bisschen schmerzhaft sein. Wir sind hier kurz vor Ende des Spiels. Wir stehen kurz dem Affenkönig und dem Dunkelmeister gegenüber. Bevor die Nacht der ewigen Dunkel... Die Nacht. Es ist auch so typisch, ne? So typisch ich. Ah, okay. Bevor die Nacht der ewigen Dunkelheit einbricht, hier ist nochmal unsere letzte Magiemaske. Quatsch, Magiemaske. Heilmaske. Ja, und hier haben wir auch schon ein Abbild vom Dunkelmeister. Man sieht, dass die Affen diesen sehr, sehr peinigen. Was machen sie mit dem? Komm schon, ey. Sie beten ihn halt an, okay? Ah, okay. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Los. Dem Finale entgegen. Wir sind hier im Brunnen der Seelen, an dem Ort, an dem Tote zurückkehren, für eine Nacht. Doch das gilt nicht für den Dunkelmeister, er ist unbeschränkt. Na gut, es flimmert auch ein bisschen. Schönes Flimmern. So. Was ist das? Sieht aus wie der Eingang zu einer Grube der Verzweiflung, aus der wir wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Wir sollten trotzdem reingehen, nur um das genau zu wissen. Der hat wirklich einen Knall. Wo sind wir? Frag dich lieber, was das für ein Geruch ist. Der lila Welpe. Wie passend, dass du heute Abend hier bist, wenn wir Zeuge des Beginns eines neuen Zeitalters und des Versagens eures jämmerlichen Drachenvolks werden. Das will ich nicht verpassen, Graul. Bitte, dann setz dich doch. Dummer Drache, du bist kein Gegner für mich. Bis hierhin habe ich es immerhin geschafft. Ja, du bist schwer zu fassen. Hätte ich gewusst, dass deine pathologische Freundschaft zu Cinder ausreicht, dich herzubringen. Psst, was heißt pathologisch? Wirklich tragisch. Dass sie es sein wird, die dich vernichtet. Ah, hat dieser Albtraum denn nie ein Ende? Du musst das nicht tun, Cinder. Wie in alten Zeiten, was, Spyro? Wie beim letzten Mal, richte seinen Stab und mich aus. Es ist noch nicht vorbei. Ha. Nicht anfassen. Der Kleine gehört mir. Der Affenkönig will's wissen. Ja, ja, komm runter, Kleiner. Ah. Ist ein kräftiges Kerlchen, ne? Doch er hat auch zwei Schwerter. Zwei Klingen, doppelter Schmerz. Ob wir das überleben werden? Jetzt sofort, okay? Okay, ich habe leider keine Ahnung mehr, wie dieser Kampf funktioniert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen dieselbe Taktik wie bei 5 Milliarden anderen Affen auch. Ich frage mich gerade, warum wir keine Energie haben. Keine Luftenergie. Ach doch, jetzt habe ich wieder in Erinnerung, was wir machen müssen. Klar. Okay. Man hat hier natürlich auch verschiedene Taktiken. Zum einen gäbe es da die des Todseins. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Man lässt sich tot sterben und überspringt hoffentlich ein paar Sequenzen. Ja, man kann sie überspringen. Und die kann man hoffentlich auch überspringen. Ja, man kann sogar alle überspringen. Nur dann werden wir sofort getroffen. Als Strafe natürlich. So. Also wird es wohl Graul sein, gegen den wir hier kämpfen müssen. So, die Taktik hier lautet einfach nur, ja, zum einen erstmal überleben
Und zum anderen müssen wir seinen Sprüngen ausweichen, wenn er hiermit anfängt. Da drüben lag gerade Cinder. Jetzt fängt er an zu springen. Natürlich auch ein bisschen mit normalen Sprüngen arbeiten, dass wir hier nicht ganz so falsch drauf gehen. So, nach 5 Mal sitzt er fest und wir können ihn comboen. Das ist gerade ein bisschen wenig. Also ich würde gerne doch ein bisschen mehr Schaden machen. Na gut, dafür können wir so viel machen, wie wir wollen, bis er dann endlich verschwindet. So, ein bisschen abhauen. Das ist im Grunde das, was sehr wichtig ist. Seinen Angriffen ausweichen. Denn er hat uns schon gerade mit einigen Sprüngen schon richtig fertig gemacht. Naja. Und falls wir am Ende noch irgendwie sterben sollten, dann haben wir ein kleines Scheiße. Ja, auch da ein bisschen seitlich ausweichen. Hätten wir da auch ein kleines Problem, welches da lautet, ja, tot. Und wir können dann diese Szenerie auch nochmal neu machen. Oder diesen Ablauf. Ja gut, der hat nicht so viel Leben. Dafür aber eine gelbe Leiste. Und die gelbe Leiste lautet, oder soll heißen, dass er im Grunde 3 Phasen hat. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Für das Ende des Spiels natürlich nochmal einen heftigen Boss. Wow, der ist näher dran, als ich dachte. Ja, okay, da fängt er schon an. Da fängt er schon an, der Kleine. So. Ja, man kann ihn ja recht gut ausweichen. So. Da diese Szene, da dieser Kampf doch relativ gleich aufgebaut ist, macht es gar nichts. Wir können ihn so oft schlagen, wie wir wollen. Wir haben keine Leiste mehr, keine Dingensleiste. Klar, keine Mana-Leiste und auch keine Leiste für unsere... Ja, komm, greif ein paar Mal an. Dann macht er schon seine anderen Attacken. Dann wird er auch irgendwann anfangen mit seinen Sprüngen. Wir haben auch keine Leiste für unseren Schwall. Das ist leider auch ein ekelhafter Fakt. Ein Fakt, der mir jetzt nicht ganz so gut gefällt. Ich glaube, jetzt werden wir getroffen. Oder auch nicht. Aber der lag jetzt auch perfekt. Der hat uns im Grunde die Möglichkeit gegeben, ihn anzugreifen. Ja, mit der richtigen Taktik ist Graul kein Problem. Ha, noch wenig Leben. Ich will es jetzt aber nicht drauf ankommen lassen und ihn jetzt entgegenspringen, denn das wäre doch ein bisschen zu leichtsinnig. Ja, aber wieder da springt der hopst so dämlich rum, aber kriegt selbst nichts gebacken, ne? So typisch Endgegner. So. Deine Zeit ist abgelaufen, Drache. Battle des Jahrhunderts, Spyro gegen Graul. Er natürlich hier auf unserer rechten Seite mit seinen komischen Angriffen. Hm? Ich glaube, wir sollten runterfallen, das wäre sicherer. Und jetzt haben wir Spyro als Dunkel-Spyro oder als, naja, besessener Spyro, möchte man schon fast sagen. So, am besten auch mit Drachenzeit mal ein bisschen draufhauen, jetzt wo wir Mana haben. Und vor allem ein Drachenatem oder ein Atem, eine Atemfähigkeit, die schon sehr eigenartig ist. Denn wer hätte gedacht, dass Spyro ja noch eine weitere Atemfähigkeit drauf haben wird. Und das vor allem zum Ende des Spiels. Zum letzten Kampf. Okay, zu dieser Attacke, zu dieser Bandicoot-Attacke, muss man sagen, dass man im besten Fall reinlaufen sollte, aber nicht sofort reinlaufen sollte. Scheiße, mal, pass auf. Auf die Attacke muss man aufpassen, denn dann kann man zu Tode gecomboed werden. So, erstmal schön ein bisschen reinhauen mit der Drachenzeit. Ja, auf jeden Fall muss man bei der Bandicoot-Attacke aufpassen, dass man sich nicht treffen lässt. Direkt am Anfang. Später, nach einiger Zeit, darf man auch ruhig reinspringen.
dann macht das keinen Unterschied. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, ja, nach einiger Zeit ist es dann wieder aufgehoben. Diese tödliche Zeit. Es gibt eine kleine Todeszeit, in der sollte man nicht rein. Und man sollte auch auf seinen Laseraugen aufpassen. Welche ja schon sehr gemein sind. So, jetzt mal durch den Strahl ein bisschen angreifen. Wundervoll. Ja, aber hier sollte man im besten Fall nicht sterben, denn wenn man stirbt, kann man auch die erste Phase wieder von vorne beginnen. So. Ah. Okay, das reichte sogar noch aus. Und wir verlieren dank der Drachenzeit auch gar nicht mal so viel Mana. Am besten auch direkt springen. Ich glaube, ab dem zweiten fängt er an, auch schon so ein bisschen durchzuziehen, ne? Also, da macht er von allein schon... Da berechnet er, wo wir hingehen. So ein bisschen wie Grundhilda. Okay. Ich denke mal, das war's, oder? Oder ist was für uns? Nein! Dann wird's zum Ende hin nochmal spannend. Wir brauchen Energie. Nein! Stirb! Ist was passiert? Worauf wartest du noch, Drache? Besieg mich! Feigling! So, dann sind wir jetzt bereit, den Schwein zu machen. Komm, mach ihn! Das letzte Mal! Ah. Genug der Albereien. Jetzt funktioniert er, der Schwall. Der Schwall des dunklen Drachen. Der Schwall des besessenen Spyros. Der besessenen, des besessenen Spyros vom Dunkelmeister. Denn dieser ist ja schon dabei, die Welt zu betreten. Keine Zeit mehr. Bring ihn um. Bring ihn zur Strecke. Schön. Weggefegt. Was ist da unten los? Spyro? Geht's dir gut? Beruhig dich, ich bin's doch. Ich kann nicht. Spyro? Was habe ich nur getan? Schon gut, Spyro. Wir sind deine Freunde. Es tut mir leid. Ich konnte nicht aufhören. Oh oh, das ist unser einziger Ausgang. Na los, das ist unsere Chance. Geh einfach. Steh auf, Spyro. Wir gehen nicht ohne dich. Früher hätte ich gesagt, ignoriere sie. Aber dieses Mal hat sie recht. Oh nein. Wir sitzen in der Falle. Halte durch. Und lebe, um später weiter zu kämpfen. Her zu mir! Schnell! Und das war The Legend of Spyro, The Eternal Night. Tja, man sieht, das Ende ist nicht wirklich ein sehr gutes Ende.
Aber es wird weitergehen. Es wird weitergehen. Und zwar in The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Das ist natürlich abzusehen. Es kann nicht das Ende sein. Es kann nicht sein, dass sie da sterben. Dass sie da alle, ja, unter dem Brunnen der Seelen begraben während der Dunkelmeister gerade dabei ist, die Welt zu betreten und dann, ja, im Grunde für den Weltuntergang sorgt oder für sonst welchen Chaos. Das kann natürlich jetzt nicht sein. Naja, ansonsten, ich will hier eigentlich noch nicht so viel vorwegnehmen, denn es kommen noch ein paar Parts. Es gibt doch unter den Extras ein paar Spezialmissionen, wo es dann nochmal um ein paar Kämpfe geht, wo man dann noch diese weitere Atemfähigkeit freischalten kann tatsächlich. Also die wir gerade jetzt hier im Endkampf hatten, kann man dann nochmal im... Da singt gerade jemand, okay. Warum auch immer. Man kann diese Atemfähigkeit auch später dann nochmal im Spiel selber nutzen, wenn man das Spiel nochmal durchspielen will. Ist natürlich vielleicht ein bisschen overpowered, aber bringt dann auch wenigstens was. Also dann hat man diesen zweiten Durchlauf dann wenigstens ein bisschen leichter. Ich habe auch in Erinnerung, dass dieser zweite Durchlauf dann sehr viele Glitches beinhalten soll, wo man einfach mal unendlich durch die Gegend fliegen kann. Was ich auch sehr geil finden würde, wenn ich das einfach mal irgendwie... Ich würde das schon gerne machen. Einfach mal so durch die Gegend fliegen, die Welt erkunden im Grunde, die Spielewelt. Oder einfach irgendeinen hohen Spot aussuchen und dann einfach durch ein ganzes Level springen. Im Grunde ein ganzes Level überspringen. Das wäre geil. Das fände ich tatsächlich, das würde ich ein bisschen abfeiern. Aber ich habe diesen Bug nie hinbekommen. Vielleicht funktioniert ja auch nur auf der PS2-Variante, wer weiß. Also, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Ende ist natürlich schon emotional, nicht emotional. Animal-Mozial, okay. Kann man mal sagen. Auf jeden Fall, ja, was bleibt eigentlich noch zu diesem Projekt zu sagen? Also die letzten Parts, die haben mir echt viel Spaß gemacht. Es war eigentlich allgemein so. Also immer, wenn ich dieses Spiel gerade in den letzten Folgen so gespielt habe, da hatte ich schon Böcke weiterzukommen. Aber das Ding ist natürlich auch, dass dieses Spiel mit sehr viel Schwierigkeit verbunden ist. Was vielleicht noch jetzt in den Extras... Ja, zum kenntlich gemacht wird. Das ist vielleicht auch noch ein Problem, aber so an sich baut dieses ganze Spiel im Grunde auf A New Beginning auf und verlangt dann auch schon mehr als der erste Teil. Der dritte Teil wird dann komplett anders sein. Der hat dann nochmal ganz andere Mechaniken, hat dann nicht mehr diesen Stil, sieht ein bisschen realistischer aus, aber das ist ja noch Zukunftsvision von bestimmten Jahr. Also ich habe ja sowieso erstmal vor, nach diesem Teil Spyro 2 zu spielen, wenn das alles klappt. Dann gehen wir die normalen Teile mal wieder ein bisschen durch und ja, werden dann vielleicht in einem Jahr auf Dawn of the Dragon zurückkommen. Was ich eigentlich auch schon sehr geil finde, was ich auch schon kaum erwarten kann, aber das ist... Ich habe gerade echt, ehrlich gesagt, schon ein bisschen mehr Bock auf Spyro 2. Es ist einfach mal wieder so ein bisschen ein Sammelspiel und ja, überhaupt und so und so. Und dazwischen kommt natürlich noch Banjo-Tooie, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Wahrscheinlich ist Banjo-Tooie schon gestartet. Ich glaube nächste Woche, oder? Ja doch, nächste Woche sollte es eigentlich schon starten. Für mich nächste Woche, für euch diese Woche. Oder heute, nee. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, doch, Mittwoch? Ich weiß nicht, vielleicht am 10. Ich meine, das wäre der 10. gewesen, wo ich es hochladen will. Und dieser Part, wäre denn am Dienstag... Nee, dann ist das der Donnerstag. Also dann müsste dieser Part jetzt am Donnerstag hochkommen. Okay. Dann ist wahrscheinlich Banjo-Tooie schon am Starten gewesen. Und... Ja, so ansonsten, was bleibt da noch zu sagen? Es ist halt echt eine Katastrophe jetzt zum Ende hin. Hat nicht so ein nettes Ende wie viele Spiele wie andere Spiele. Es ist natürlich auch so ein bisschen an Avatar angelehnt, das muss man echt mal sagen, weil Avatar, also jetzt nicht dieser Film mit diesen Außerirdischen, sondern mit dem Herrn der Elemente, wo Spyro im Grunde der Avatar ist und die ganzen verschiedenen Atemfähigkeiten erlernt. Also da merkt man auch schon, dass man sich von anderen Medien vielleicht sogar beeinflusst haben lässt. Also gerade auch schon, wenn es von A New Beginning kommt. Also da fängt es ja eigentlich schon an, die ganze Serie. Wobei, also wenn man dann damit begründet, dass es damals ist, also dann kann man ja auch sagen, ja, hier... A Hero's Tale hat schon damit angefangen, aber das ist dann natürlich auch irgendwo eine Ausbreitung des normalen Spyro-Spiels, ne? Also der normalen Spyro-Chronologie ist natürlich eine ganz andere Spieleserie, darf man jetzt nicht so betrachten. Vielleicht spielt das ja tausende Jahre nach dem normalen Spyro-Spiel oder vielleicht auch gar nicht...
Eigentlich sogar davor. Also ist ein bisschen schwammig jetzt, wo dieses Spiel jetzt storytechnisch steht. Es ist ja im Grunde ein New Beginning, von daher, wieso sollte das danach kommen? Oder wieso sollte es... Es macht halt auch keinen Sinn, wenn es davor kommt. Das möchte ich einfach mal so betonen. Ja, auf jeden Fall. Ja. War nett, dieses ganze Spiel nochmal zu spielen. Vor allem auf 100% prinzipiell. 40 Schreibfederkiele und alle 10 Masken. Habe ich auch vorher noch nicht so gemacht. Da werde ich mir vielleicht gleich nochmal persönlich die Bilder anschauen. Und zu den Bildern werde ich dann im nächsten... Nicht unbedingt im nächsten Part soll es dann mit den Missionen weitergehen, wie gesagt. Aber dann in einem der folgenden Parts soll es dann auch in dem... Mit den Bildern, mit den Extras, mit den Extra-Bildern weitergehen. Aber das ist jetzt kein Unendlichkeits... Credit, oder? Auf jeden Fall, ja, werde ich da mein Fazit nochmal richtig abgeben mit Bewertung und allem. Aber ich kann ja hier schon mal ansprechen, wie ich das Let's Play bis hier so hin fand. Ja, wie gesagt, also ich habe es eigentlich schon gesagt, ne? Es bleibt halt nicht viel übrig. Wir warten jetzt nur noch die Zeit ab, bis diese ganzen netten Herren und Damen, eventuell ja auch darunter. Ja, Barry ist jetzt kein Damenname. Steve, ah, sehr, sehr tolle Namenbahn. Okay. Namenbahn, okay. Raymond. Oh, ist ein sehr netter Kerl bestimmt. Scott Savage. Todd Hutchinson. Das ist auch ein netter Name. Hutchinson. Klingt so ein bisschen japanisch. Hutchinson. Julian Kram. Sind das die Übersetzer oder? David Higgins. Die meisten, also es gibt darunter natürlich auch Schauspieler, die die Voices gemacht haben, also die Stimmen gemacht haben, im Original, im Amerikanischen so gesehen, in der NTSC-Variante. Im Deutschen natürlich nicht so vorhanden, weil da natürlich alles von deutschen Übersetzern oder von deutschen Synchronsprechern gemacht wurde. Luke Bennett. Okay. Daniel Rogers. Gillian Statham. Ah, da, Emma Scrimshaw. Okay. Wir könnten sie hier alle vorlesen, aber das würde ja keinen Sinn machen. Schwerpunkttest. Was ist ein Schwerpunkttest? Stellt man sich da in irgendwelche Ecken und versucht da durchzuglitschen, oder? Das ist schon interessant. Willkommen auf der Welt. Was? Willkommen auf der Welt? Was ist das denn für eine Credits-Anleitung? Besonderen Dank gebührt den Neuen, die hier gerade auf der Welt gekommen sind, ne? Vor allem nur eine Person. Besonderen Dank gebührt eine Person. Ja. Grafikentwicklung, Animation, External Production Coordination. Okay. Ich habe gerade Peter Pan gelesen, aber da spielt Peter Hahn. Okay, müsste man mal googeln. Ist bestimmt auf Facebook Peter Hahn. Peter Hahn Solo. Visuelle Effekte, Umgebungsmodelle. Charaktermodelle. Ist natürlich auch recht aufwendig, solche Modelle zu erschaffen. Und dann vor allem für die ganzen Affen dann nochmal unterschiedliche Rüstungsteile zu machen. Also, die dann so anzuordnen. Ich verstehe gar nicht. Das ist schon sehr aufwendig. Die verlieren die Rüstung. Und im Grunde sieht jeder Affe schon teilweise echt individuell aus, muss man mal sagen. Also, jetzt nicht unbedingt ganz, aber schon im groben Individuellen. Vielen Dank an unsere Partner, Ehepartner. Natürlich, dem muss man danken, weil sie dieses Spiel auch programmiert haben. Und Familien, damit sie es ausgehalten haben. Achso, weil sie es ausgehalten haben, während ihr das Spiel programmiert habt. Okay. Danke, du hast das dass du es gespielt hast. The Legend of Spyro, The Eternal Night. 2007, aha. Okay. Ja, also, dann ist es schon so 8 Jährchen her. 8 Jährchen, boah. Schon heftig. Schlusssequenz. Junger Drache, jetzt liegen all unsere Hoffnungen bei dir. Wenn du erwachst, wird die Welt eine andere sein. Aber wisse, du bist nicht allein. Du hast Verbündete.
Ja, das war's. Das war's nun vollkommen. Und beim nächsten Mal machen wir weiter mit den Extras. Aber storytechnisch ist es jetzt das Ende. Wir haben nochmal kurz einen kleinen Teaser auf den nächsten Teil bekommen. Eine Person mit einem Bogen und mit einem Gepardenschwanz. Wer könnte es nur sein? Ich werde nicht spoilern, ne? Also, wir haben ihn zwar schon einmal namentlich erwähnt gehabt in diesem Projekt, aber, ja gut, dann gibt's vielleicht Leute, die sich immer noch nichts drunter einbilden können. Ja, komm, ey. Was würde ich sonst noch sagen? Also, man sieht jetzt auf jeden Fall, dass es weitergeht im nächsten Teil. Und das wird dann auch einige Jährchen nach Eternal Night spielen. Also seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, ne? Vor allem jetzt vielleicht auch bei den Extras in Eternal Night, versteht sich. Aber vor allem dann, wenn es storytechnisch weitergeht, den Dawn of the Dragon. So, ich fange schon an, so richtig komisch irgendwelche Wörter auszusprechen. Wir machen beim nächsten Mal weiter, okay? Tschüss und bye-bye.